Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einem weiteren Shopcast der 59. Episode. Sollte ich lieber sagen, der 59,5. Denn ich habe gerade bereits eine gute Dreiviertelstunde hier in meinem Mikrofon, in meine Kamera gequatscht. Nur um dann zu merken, dass in meinem OBS der falsche Audioeingang ausgewählt war. Und ja, ich habe eigentlich gerade schon einen vollwertigen Podcast vorgemacht. Hab mir den Mund fusselig gequatscht und da sind wir nun nochmal. Geil. Ich werde mich jetzt in dieser hoffentlich endgültigen Version ein bisschen kürzer fassen, weil ich tatsächlich weder die Zeit noch die Luft habe, um nochmal zu lange zu quatschen. Also gut, Luft mangelt es nicht, aber hier drin ist halt auch warm und stickig, deswegen ich werde mich etwas kurz fassen, gezwungenermaßen. Und ich hoffe, ihr habt dafür ein bisschen Verständnis. Es tut mir leid, natürlich war es mein Fehler, aber ja. Shit happens. Es soll heute um das Thema gehen, welches diese Woche nicht hätte aktueller und relevanter sein können, nämlich Punk. Wir haben einen neuen Song bekommen von den Ärzten, nämlich Morgens Pauken, und der ist Punk und er verspricht Punk und er spricht von Punk, über Punk. Wir alle sind Punk. Ich habe es ja bereits gesagt gehabt in der Reaction, die ich gemacht habe, beziehungsweise eigentlich im Endeffekt in der Review, denn den Reaction-Teil musste ich ja rausnehmen wegen Copyright-Gedöns. Vielen Dank an der Stelle für gar nichts. Und genau, ihr habt mir da fleißig Kommentare hinterlassen mit diversen Bands, die ihr hört. Einige haben sich ja selber geschnitten gehabt. Und dann habe ich mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht. Oh, Entschuldigung. Und habe mir jetzt hier nochmal mein CD-Punk-Arsenal vor mir aufgereiht, was überschaubar ist. Und werde euch gleich noch ein bisschen zeigen, was ich jetzt alles da habe und noch ein bisschen was zu den einzelnen Alben verlieren an Wörtern. Und noch ein bisschen eure Kommentare hier mit einbinden. Ich habe mal so Bands, die jetzt öfter mal genannt wurden, hier bei euch in den Kommentaren. Hier von Einfach Nils zum Beispiel oder dem guten Elliot zum Beispiel. Oder auch noch von, okay, hier nicht. Ja, auch vom Professor Lörres, dem guten Tobi zum Beispiel. Billy Talent wurde genannt, Rise Against wurde genannt, Offspring wurde genannt, die Ärzte wurden logischerweise genannt. Alles so in die Richtung. Blink. Habe ich gerade schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich muss überlegen. Es kann ab und zu mal sein, dass ich jetzt überlege, habe ich was gerade eben vor 2 Sekunden oder vor 20 Minuten schon mal gesagt. Deswegen, ich bitte da mal ein bisschen Nachsicht. Genau, also das auf jeden Fall. So mäßig, punkmäßig. Hat auf jeden Fall einige Bands genannt. Hier Good Charlotte sehe ich gerade noch, wobei ich Evanescence und Linkin Park jetzt nicht gerade als Punk bezeichnen würde. Was hier Tim Apple geschrieben hat. Papa Roach eigentlich auch nicht wirklich. 3 Days Grace und Breaking Benjamin, sind das Punk-Bands? Ich glaube eigentlich eher weniger. Naja, ist auch irgendwo immer Definitionssache. Wir sind ja eigentlich gegen Schubladendenken, wobei natürlich bei Musikgenres, wenn man gerade drüber reden möchte mit anderen Leuten, ist immer irgendwo sinnvoll zu wissen, wie man was kategorisiert, wenn man einfach nur sagt, ey, hör dir mal Millen Cotton an, das ist eine voll die geile Band, ja, das macht nicht nur Musik. Ja, die machen ihre eigene Musik. Da kann der Gegenüber erstmal wenig mit anfangen. Deswegen macht es schon Sinn, sagen zu können, die machen Skatepunk, die machen Pop-Punk oder auch bei Linkin Park. Welche Musik machen die? Ja, von welchem Album redest du? Ist immer so die Frage. Aber ich sag mal so, die meisten Punk-Bands sind ja in ihrem Stil relativ konstant. Deswegen reicht es ihnen, 1, 2 Bezeichnungen aufzudrücken. Dann hat man die eigentlich abgestempelt. Abgearbeitet. Und dann kann man immer drüber reden und weiß immer, was gemeint ist. Naja, jedenfalls so ein paar Bands, die sich halt so in dem Stil auch ein bisschen überschneiden. Was wir hier noch dann hatten, war hier noch beim Elliot der Kommentar drunter, weil er hat genannt gehabt, hier Billy Talent, Rise Against, Offspring, Sum 41, Blink, Bowling for Soup, Dropkick Murphys. Dann kam hier Eisenohr mit dem Kommentar, dass du noch zu wenig Punk bist, erkennt man nicht nur an den von dir genannten Bands. Dann geht es dann noch weiter. Also die Bands waren dann doch wohl nicht so gut Punk. Aber er hat sich dann später noch damit gerettet, dass er gesagt hat, aber du bist Punk genug, wenn du von dir selbst denkst, in die Richtung zu gehen. Das machen nur wahre Punks. Ausreichendes Potenzial ist da. Ja, von daher nochmal die Kurve gekriegt. Ansonsten hätte der Kommentar vielleicht doch ein bisschen zu offensiv geklungen. Aber ja, natürlich sind das keine klassischen Punk-Bands. Und ich sag mal so, es ist immer schwierig, die Grenze zu ziehen. Was jetzt eine klassische Punkband ist und was keine ist. Also klar, Ramones, Dead Kennedys und sowas sind klassische Punkbands, Bad Religion auch noch, würde ich sagen. Und solche Sachen vielleicht auch, ja, hier,
Ja, wobei ist dann die Frage, ob es dann bei den. Da ist dann wieder die Frage, so Bands wie jetzt NoFX zum Beispiel, die auch noch klassische Punkbands sind. Oder eine klassische Punkband sind. Ich höre mal gerade mal rein in die Jahreszahlen. Weil NoFX auch so eine Band ist. Okay, erstes Album 1989. Da sind sie ja ungefähr gleich auf, auch mit The Offspring zum Beispiel. Und ich glaube auch bei Bad Religion gibt es glaube ich schon ein bisschen länger. Die gibt es glaube ich in der Mitte 80er oder so. Okay, Anfang 80er, 82, ja, gut. das ist natürlich, also Bad Religion ist dann glaube ich doch schon, also ich glaube auch, dass man im Punk doch relativ viel auch über die Zeit entscheidet. Weil sich mit der Zeit auch immer natürlich die Stile so ein bisschen gewandelt haben oder eben auch so ein bisschen entwickelt haben. Und deswegen würde ich da auch sagen, dass man gerade in der Frage, was jetzt eigentlich Punk ist und was nicht, doch relativ viel nach den Zahlen auch geht, also in Jahreszahlen geht. Und halt sagt, ja, okay, Bad Religion, die ersten Alben, so 80er, ist halt voll der Punk. Aber jetzt zum Beispiel dann, ja, hier, Blink-182, die dann in den 90ern gekommen sind, sind kein Punk mehr. Natürlich sind sie jetzt kein True Punk, kein Punk in rein Form, ja, so, also, ist halt Pop-Punk oder Skate-Punk, ist dann auch wieder irgendwie ein bisschen abgewandelt, ein bisschen zeitgemäß natürlich dann auf die Zeit zu abgestimmt, wo sie dann halt bekannt geworden sind. Aber, ja, da fängt dann wieder das Genre-Glaube an. Und ich glaube, das führt zu nichts. Von daher, ja, lassen wir das mal. Jedenfalls glaube ich doch schon, dass die True Punks, sag ich mal so, wie jetzt hier der Eisenohr, den Spirit hier ein bisschen verstreut, dann doch teilweise relativ schnell den Finger und die Stimme erheben würden, wenn es darum geht, zu sagen, dass jetzt alles, was irgendwie nach 1990 also entstanden ist, noch irgendwie Punk ist. Aber das müssen wir nach, also ab dem Punkt, wo dann der Pop-Punk und so mit ins Spiel kam. Und das war auch so, was ich in der ersten ursprünglichen Variante des Podcasts hier erwähnt habe, dass sich da, glaube ich, dann die Geister doch ziemlich scheiden, wenn es dann auch gerade so um Blink geht und um Green Day geht. Vielleicht gelten sogar die ersten Alben noch für die Ur-Punks als Punk, aber ich glaube, so ab Anima of the State und dann American Idiot oder sowas hat es dann auch aufgehört. Spätestens da. Und ja, genau, das sind auch Stichwörter, die ich hier mal nutzen kann, um aufzuspringen, denn Anima of the State habe ich auch hier. Natürlich ist ja das Pop-Punk-Album überhaupt. Von Blink-182 aus dem Jahre, ich glaube, 99? 99, genau. Und das ist auf jeden Fall, um mal hier die chronologisch eigentlich durchgehen, ne? Das ist natürlich das Album für Pop-Punk. Klar, Dude Ranch war vorher auch schon erfolgreich mit hier Damn It und sowas, aber das war natürlich auch das Album, ne? Also ich meine, damit haben sie ja quasi ihren Namen für alle Ewigkeit gefestigt, so ein bisschen. Zumindest mal in dem Genre. Und das ist ja das Vorzeige-Pop-Punk-Album eigentlich. Natürlich auch von mir jetzt. Bei mir gerade so eine Sache, wie ich zu Punk gekommen bin, kann ich halt mal einschieben hier. Ich spiele ja in einer Punk-Rock-Coverband mit dem Namen Ben Ahuahi. Und da bin ich 2017 dazugekommen. Und vorher habe ich eigentlich von Pop-Punk und Punk und allem Möglichen in der Hinsicht nicht viel Ahnung gehabt. Also, ich habe an sich vorher kein Blink gehört, ich habe keine Ärzte gehört, ich habe keinen, weiß ich nicht, Millencolin. Sonst irgendein Kram gehört. Green Day auch nur sehr sporadisch. Bloodhound Gang sehr sporadisch, sonst eigentlich gar nichts. Bloodhound Gang auch nicht liegen, kann ich mal spoilern. Dann kam halt, wie gesagt, Ben Ahuahi. Und dann kam auch relativ schnell zum Beispiel die CD hier in meinem Besitz. Dann habe ich noch von Blink hier die Take Off Your Pants and Jackets, habe ich geschenkt bekommen, mal bei einer Plattensammlungsauflösung oder CD-Sammlungsauflösung von Bekannten. Auf jeden Fall auch ein sehr cooles Album. Und dann habe ich mir irgendwann noch die hier geholt. Natürlich die Self-Titled und aber ich glaube sogar die erste von Blink, die ich hatte, und jetzt werden einige wahrscheinlich denken so, um Gottes Willen, war die hier, California, das erste Album mit Matt Skiba, also eigentlich schon das, was die Leute als Post-Blink-Zeit beschreiben würden, weil das schon gar nicht mehr richtig Blink ist, also das ist eigentlich geil, selbst bei der Band, bei der man irgendwie schon sagt, das ist doch gar kein Punk mehr, weil die machen ja nur Pop-Punk, wird schon gesagt, es ist gar kein Blink mehr. So, das ist ja eigentlich voll geil. Also selbst also die Band, die das Genre so ein bisschen aus Sicht einiger ad absurdum führt,
hat sich selbst ad absurdum geführt. Das ist doch schön, oder? Das ist doch wundervoll. Genau. Auf jeden Fall, das sind meine vier Blink-Alben, die ich besitze. Natürlich fehlen da noch ein paar. Aber gut, ob ich mir jetzt hier Cheshire Cat und sowas zulegen werde, ist natürlich eine andere Frage. Weil so deep bin ich auch nicht drin bei Blink. Nude Range wäre eine Überlegung wert. Da sind ein paar Songs drauf, die ich sehr feiere. Unter anderem Untitled zum Beispiel. Sehr, sehr cooler Track. Genau. Dann Green Day habe ich ja auch schon angesprochen gehabt gerade. Da besitze ich American Idiot in der schönen DVD- und CD-Version. Upsala hier. Fokus? Hokus Pokus? Ach, jetzt auf einmal. Danke für nichts. Ja. In der schönen DVD-CD-Version. Und das Album, also ist eigentlich auch so das Green Day-Album für mich. Ich habe es zwar in meiner Jugend und so weiter jetzt nie ganz gehört, dass ich jetzt sagen könnte, das Album ist irgendwie prägend für mich gewesen, aber einige Songs auf jeden Fall. Also Holiday, American Idiot, Boulevard of Broken Dreams sind so die drei Songs. Natürlich, ne, ausgerechnet die drei, die da am meisten für mich auch irgendwie an Connection beinhalten, am meisten Nostalgie hervorrufen. Gerade Holiday, weil ich damals halt immer, also damals zu PlayStation 2 Zeiten, habe ich meinem besten Kumpel immer ganz gerne Tony Hawk American Wasteland gespielt. Das war so die Zeit 2008 rum, 2008, 2009. Und da haben wir das relativ viel gezockt. Und da war halt der Song Holiday im Soundtrack mit dabei. Und das habe ich halt einfach nur gesuchtet. Also ich kannte den Song zu dem Zeitpunkt schon. Deswegen habe ich sehr gefeiert gehabt, dass er dabei war. Und das war halt so, ich war damals halt so drauf, dass ich halt irgendwie immer das hören wollte, was ich schon kannte. Und neue Sachen irgendwie immer so ein bisschen komisch waren. Gerade aus der Punk-Richtung. Deswegen hatte ich damals wirklich im Soundtrack von Tony Hawk American Wasteland, hatte ich alle Tracks auf stumm geschaltet, in der Rotation quasi, bis auf Holiday und California über alles von Dead Kennedys, weil das war der Titelsong des Spiels und den kannte ich ja irgendwie schon aus dem Hauptmenü, deswegen dachte ich mir so, ach komm, aus dem Anfangstrailer, dachte ich mir so, komm, den lässt du auch laufen, habe ich immer diese beiden Songs quasi on repeat gehört. Das, also ich habe auch teilweise oft damals nebenbei noch andere Musik laufen lassen auf CD, so auch viel Linkin Park währenddessen gehört. Teilweise aber auch hier drei Fragezeichen Hörspiele und sowas. Das heißt, ich habe eigentlich den Spielsound selber gar nicht so oft wahrgenommen. Und wenn ich ihn wahrgenommen habe, dann lief meistens halt, also eigentlich immer entweder California über alles, was ja dann auch wieder zum Beispiel richtiger Punk ist, wie wahrscheinlich einige der Alteingesessenen auch bestätigen würden. Oder halt Holiday von Green Day, was dann irgendwie vielleicht wieder nicht so viel Punk ist. Oder modernerer Alternative Rock Punk. Ich weiß es ja nicht, wie man das definiert. Was ich noch habe, ist 21st Century Digital Boy, wollte ich gerade schon sagen. Breakdown, auch geschenkt bekommen aus der entsprechenden CD-Sammlungsauflösung von den Bekannten. Das ist aber auch so ein Album, was ich da mitbekommen habe. Durch Songs wie natürlich 21st Century Breakdown. Aber auch Know Your Enemy, den ich damals mit meinem dritten Gitarrenlehrer im Unterricht immer gespielt habe. Dann natürlich hier noch 21 Guns. Mit dem wundervollen, von Billy Talent inspirierten Musikvideo. Beziehungsweise von Billy Talent und von Korn. Ich glaube, Korn haben es zuerst gemacht, das Video mit den Schüssen, die Wände durchsieben. Bei Freak on a Leash war das. Und dann haben es Billy Talent gemacht und dann haben es Green Day gemacht. Falls ihr noch weitere Bands kennt, die das gemacht haben, schreibt es mir in die Kommentare. Genau, natürlich dann das jüngste Werk der Band, Father of All Motherfuckers. Habe ich auch jetzt schon wieder ein bisschen länger nicht gehört, aber ich finde es total geil. Ich liebe es. Ob das wieder Punk ist, kann man jetzt überstreiten. Ich glaube eher nicht, wahrscheinlich für die nach der Definition der meisten alteingesessenen Punks. Aber was sind schon Regeln und Gesetzmäßigkeiten und Regeln und Vorschriften sind ja alles nicht Punk. Von daher ist eigentlich alles Punk, was Punk sein möchte. Das Spiel kann man auch wieder bis zur Unendlichkeit treiben und noch viel weiter. Was ich hier noch habe, ebenfalls geschenkt bekommen. Hooray for Boobies von der Bloodhound Gang. Die Bloodhound Gang auch eine Band, die ich schon vor Ben Ahuahi kannte, aber erst durch Ben Ahuahi so richtig in meinen Fokus bekommen habe. Gerade mit Ballad of JC Lane und dem Song Fuck, der jetzt hier nicht drauf ist. Der ist ja auf dem Album Hefty Fine, heißt es, glaube ich, ne? Aber hier natürlich Ding drauf, JC Lane und auch Along Comes Mary. Und apropos Along Comes Mary, die Along Comes Mary Single-CD, die befindet sich auch in meinem Besitz, ebenfalls geschenkt bekommen. Und
Das ist schon ziemlich geil. Ich habe sie zwar noch nie gehört, die Single-CD, weil ist halt auch nur eine Single-CD, so gesehen. Ach, guck mal, das finde ich ja sehr cool, wie hier noch hinter der CD drin steht. Na? The New Album, Hooray for Boobies, out in August 99. Das ist ja sau cool, dass sie noch so zwischen hinten rein gemacht haben. Als Werbung quasi, als Ankündigung. Super. Ich habe aber letztens schon mal die Single-CD in die Kamera gehalten gehabt von Hybrid Theory. Von Papercut, von Linkin Park. Die habe ich ja auch. Die ist nochmal in so einem minimalistischeren Maxi-CD-Case. Das ist jetzt hier wirklich in so einem klassischen Jewel-Case. In so etwas dickeren, also wie auch ein normales Album. Das finde ich sehr, sehr geil. Das ist eine CD, die mir actually relativ am Herzen liegt zu meiner Sammlung. Auch wenn ich sie an sich gar nicht wirklich höre. Aber einfach, weil es halt einen Sammlerwert hat für mich auch, so einen ideellen einfach, ne? Also einfach eine Single-CD aus den Ende 90ern, ist einfach cool. Kommt man heutzutage nicht mehr so einfach ran. Von daher, wahrscheinlich sage ich das jetzt, in allen Plattenläden liegen so 50.000 Along Comes Mary Single-CDs, weil die keiner haben wollte. Ich fühle mich aber voll cool, wenn ich eine habe. Naja, jedenfalls so viel zum Thema Bloodhound Gang, auch eine coole Band, die aber sicherlich auch nicht so unbedingt als Punk gilt, ich weiß gar nicht. Also, das ist auch so ein bisschen Pop-Punk. Aber halt auch kein Serious Punk-Punk. Ist eher so Bullshit-Punk, habe ich das Gefühl. Was aber auf jeden Fall Skate-Punk ist, natürlich jetzt ein bisschen aktueller in dem Fall, was ich jetzt hier gerade liegen habe. Aber die Band an sich gibt es ja auch schon länger. Ich muss mal kurz gucken, wie lange schon. Ich glaube, die waren auch erst Anfang 90er am Start. Also das ist erst, aber. Genau, 1994 kam das erste Album Same Old Tunes von der schwedischen Skate-Punk-Band Millencolin. Sehr, sehr geile Band auf jeden Fall. Die wir auch in Benner Huawei covern, die ich auch daher halt hauptsächlich kenne. Und ich habe gestern schon im Stream empfohlen, auch schon in den Kommentaren unter dem Ärzte-Video, dass ihr euch doch bitte mal die letzten beiden Alben zu Gemüte führt, nämlich SOS, was ich hier gerade in die Kamera gehalten habe, und das Album True Brew. Das sind zwar eher wie gesagt, die neueren Werke der Band, aber die zeigen auch, dass man auch heutzutage noch unfassbar geilen Skate-Punk machen kann, oder Pop-Punk machen kann. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Also ich finde gerade die letzten beiden Alben unfassbar gut. Und die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Natürlich auch ein paar von den älteren. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass nur die neueren gut sind. Aber, ne? Das sind meine Empfehlungen. Hier Four Monkeys und Pennybridge Pioneers sind auch ziemlich geile Alben. Aber meine Favorites sind True Brew und SOS. Genau. Sehr, sehr geile Band. Wie gesagt, sehr, sehr melodisch, sehr, sehr catchy, sehr, sehr schnell und treibend und vor allem auch sehr, sehr von der allgemeinen Stimmung sehr, sehr positiv. Also so richtig so gute Laune Pop-Punk, Skate-Punk eigentlich. Gerade wenn ich darüber nachdenke, dass gerade dieses Album hier SOS halt sehr gesellschaftskritisch wieder ist, was ja für Punk auch irgendwo normal ist. Und ist nicht so politisch, eher wirklich gesellschaftskritisch, aber halt auch wirklich sehr, sehr viel Positive Spirit so ein bisschen beinhaltet und so ein bisschen gute Laune macht auf jeden Fall. Also das Album hab ich gehört auf der Autofahrt und das ist so ein super geiles, ja, super geiles Sommeralbum einfach. Das ist wirklich, wirklich geil. Und ich glaube, ich werde mich nächsten Tage auch wieder ein bisschen mehr in die restliche Diskografie von Millencolin reinhören. Da habe ich eigentlich ziemlich Bock drauf. Genau. Was ich noch empfehlen kann, ist die Band The Gaslight Anthem. Ist jetzt so eine Mischung aus Punk und Alternative Rock, also ein bisschen wirklich so US-Rock im Sinne von, es klingt wirklich nach USA. Also es klingt wirklich so nach so einer richtig schönen ländlichen Roadtrip-Musik. Kombiniert mit ein bisschen Pop-Punk, kombiniert mit so ein bisschen Blues-Rock, kombiniert mit so ein bisschen Alternative Rock. Und das ist schon ziemlich geil. Habe ich auch gestern im Stream gerade empfohlen, ist so ein Album, was ich gerne höre, wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt eine längere Autofahrt antrete, die gerade irgendwie früh am Morgen beginnt. Ich mag das irgendwie so in den Tag zu starten, mit dem Album dann irgendwie so im Auto zu fahren. Das ist sehr entspannt. Es ist kein aggressiver Punk, es ist kein ja, klatschender Punk, kein schneller Speed-Beat-Punk, quasi so dieser typische Double-Time-Punk. Das war das Wort. Das ist eigentlich so relativ, ja, es hat so Elemente, wie gesagt, von Pop-Punk, aber es ist nicht zu aufbrausend, es ist nicht zu aggro. Es ist relativ zurückgenommen dafür, dass es unter anderem auch ein bisschen Punk ist. Und gerade so Songs wie Great Expectations, 59 Sound, Old White Lincoln sind drei Songs, die wir bei der Huawei covern. Also die ersten drei Tracks auf der Trackliste hier. Die sind sehr, sehr geil.
Dann hier Sachen wie Film Noir, Miles Davis and the Cool oder auch Even Cowgirls Get the Blues sind eher so ein bisschen gediegenere Tracks, die aber auch unfassbar geil sind. Da kommt so ein bisschen der Blues-Rock-Charakter raus. Das ist halt wirklich Blues-Punk. Es ist einfach nur geil, dass es sowas auch gibt. Kann ich euch sehr empfehlen. Sänger Brian Fallon, auch sehr, sehr cool. Genau, das waren die CDs, die ich hier habe. Wovon ich leider keine CD habe, was ich trotzdem empfehlen möchte, ist die Band Lagwagon. Die habe ich letztes Jahr so unfassbar viel gehört, als ich die live gesehen habe auf dem Punk in Jablik, der Festival-Tour von NoFX, zu denen ich auch gleich noch komme. Lagwagon ist wirklich eine Band, die machen sehr, sehr geilen Skatepunk. Ist nicht so poppig, sondern eher wirklich so ein bisschen klassischer, aber auch mit diesen schönen, wirklich Double-Time-Beats und dann auch mal ein bisschen komplexere Rhythmiken, was sehr, sehr geil ist, was vor allem oft passiert, dass eben der Gesang und die Rhythmik der Instrumente auch wirklich gut aufeinander passen. Und das schulde ich auch so ein bisschen Joey Cape, dem Sänger der Band, oder den schiebe ich ihm so ein bisschen in die Schuhe. Ja, schulden tue ich ihm gar nichts. Und ja, der ist halt ein sehr geiler Songwriter. Hat auch Akustikalben gemacht, wo er jetzt unter anderem mit, ich glaube, was war das? Tony Sly, dem Sänger von, jetzt muss ich überlegen, No Use for a Name? Das war doch eigentlich No Use for a Name. Ich kann mal kurz, dass ich hier auch keinen Bullshit erzähle, aber ich glaube, es war No Use for a Name. Mit dem quasi Akustikalben gemacht hat. Genau, Tony Sly. Und wo auch dann teilweise Lagwagon-Songs drauf sind, die dann akustifiziert wurden oder halt Akustik-Songs, die im Nachhinein zu Lagwagon-Songs wurden. Gerade eine sehr geile, sehr geiles Beispiel dafür ist die EP von Lagwagon mit dem Titel I Think My Older Brother Used to Listen to Lagwagon, die im Jahr 2008 erschienen ist. Das sind eigentlich alles irgendwie Songs, die drauf sind, die aus Joey Capes Akustik-Songs entstanden sind. Und das ist schon ziemlich, sind schon ziemlich geile Songs. Auch so Songs wie natürlich May 16, der Lagwagon-Song überhaupt. Unfassbar geil. Und ja, also Empfehlungen bei Lagwagon von mir auf jeden Fall: das Album Hoss, Double Platinum, Let's Talk About Feelings, Hang und Railer. Railer ist ja auch das letzte Album, was letztes Jahr rauskam, das habe ich sogar auf dem Channel reviewed gehabt. Das war ein sehr, sehr geiles Comeback auf jeden Fall und hat gezeigt, dass man auch durchaus im Jahre 2019 noch Punk machen kann, auch guten Punk machen kann. Von daher, Lagwagon, klare Empfehlung. Auch musikalisch, wie gesagt, ein bisschen komplexer. Die wissen auf jeden Fall, was sie machen, und da ist auch dieses Klischee von wegen Punks beherrschen ihre Instrumente nicht und Punks können eigentlich gar keine Musik machen, sondern schrubben nur vor sich hin. Das widerlegt Lagwagon als Band so ein bisschen. Das finde ich ziemlich geil, weil die wissen auf jeden Fall, was sie machen. Das hört man raus, deutlich. Wer halt auch cool ist, ist natürlich hier NoFX. Wie gesagt, da war ich letztes Jahr auf dem entsprechenden Festival, der Festival-Tour, passend zu ihrem ja, bekanntesten Album mit dem Titel Punk in Jublik. Sehr, sehr schönes Wortspiel und auch sehr, sehr große Empfehlung an der Stelle. Natürlich das Album selbst, sehr, super geil. Mit Songs wie Linoleum, The Bruise, Don't Call Me White und aber auch so Songs wie jetzt, also am anderen Album drauf, hier ist The Separation of Church and Skate, ist auch ein sehr cooler Song. Oder auch das Album hier, Pump Up the Volume mit Dinosaurs Will Die und dem wundervollen Songtitel Clams Have Feelings, in Klammern Actually They Don't. Wundervoll. Also das ist auch ein Album oder auch eine Band generell, die ich sehr, sehr empfehlen kann. Unfassbar geiler Humor auch, unfassbar geile Songs. Und ja, Fat Mike natürlich als Sänger, der auf der Bühne im Kleid auftaucht. Das ist, ich erinnere mich auch an die Situation letztes Jahr auf dem Punk in Jublik. Da haben natürlich NoFX als Headliner gespielt. Und unser Bassist, der Julian von Benahur, hier, bei dem ich da war, meinte dann so: Ich habe NoFX jetzt schon fünfmal live gesehen und noch nie hat Fat Mike ein Kleid getragen. Und was kam? Auf die Bühne, Fat Mike im wundervollen bordellroten Kleid. Julian hat sich sehr gefreut. Tag war gerettet. Das ist auf jeden Fall, es war ein schöner Moment. Naja, so viel dazu. Auf jeden Fall NoFX auch eine Empfehlung meinerseits. Ja, und genau, wie gesagt, im Endeffekt, ob jetzt Pop-Punk oder Skate-Punk, meiner Meinung nach ist alles Punk, was irgendwie Punk sein möchte, weil eigentlich ist Punk ja gerade gegen Gesetzmäßigkeiten und gegen Regularien und gegen irgendwelche Vorschriften. Deswegen kann man auch nicht sagen, irgendeine Sorte Punk ist kein Punk, weil es nicht den Vorschriften entspricht von Punk, weil Punk sollte keine Vorschriften haben irgendwie, ne? So definiere ich zumindest. Ich sehe mich nicht, also mich selbst nicht als Punk, ich sehe mich einfach nur als jemand, der die Musik feiert, die aus dieser Schiene kommt. Und wie gesagt, egal ob es jetzt Klassiker sind wie Offspring, Bad Religion,
Dead Kennedys oder sowas, oder Ramones auch, oder ob es jetzt Sachen sind, neuere Sachen sind, irgendwas mittendrin wie NoFX oder Lagwagon oder neuere Sachen wie jetzt dann Blink oder Green Day oder keine Ahnung, zum Beispiel auch jetzt hier Gaslight Anthem oder hier Bloodhound Gang. Ich feiere es einfach, weil es geile Musik ist, einen geilen Spirit hat, eine geile Energie transportiert. Klar, es ist irgendwo dann teilweise auch vom Sound her nicht immer so geil, das ist irgendwie so auch Punk. Also wer nach einer geilen Produktion sucht, geht eher in den Pop-Punk über. Wem es egal ist, wer einfach nur die Energie möchte, der kann sich natürlich auch ja, unbeschwert den ganzen Kram anhören, der jetzt eher einfach nur aufs Maul geht. Wie gesagt, Ramones, Dead Kennedys, das sind ja dann aus der Schiene so ein bisschen die Sachen, die wahrscheinlich auch bei den klassischen Punks ein bisschen angesehener sind. Natürlich auch solche Bands jetzt, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Jetzt können wir mal gucken, ob die in welcher Zeit die unterwegs waren. Alter, das war nochmal hier. Nämlich hier die, na, hier, Sex Pistols natürlich. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Die sind noch ein bisschen älter. Mit denen habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Berührungspunkte. Aber die gibt es natürlich auch. Ne? Aber da gibt es noch unzählige andere. Von daher mehr, als ich nennen kann. Ich finde es hauptsächlich so, in dem alles, was so um die 90er rum ist und 2000er, auch bis Ende 80er bin ich so unterwegs, was Punk angeht. Und da fühle ich mich wohl. Von daher. Genau, ihr könnt mir ja gerne nochmal eure Lieblings-Punk-Bands in die Kommentare schreiben, ob ihr euch vielleicht auch von meinen Vorschlägen was angehört habt, wie ihr es findet. Würde mich sehr interessieren. Dann nenne ich nun auch schon einen Tag, denn wie gesagt, ich bin jetzt schon seit ja, über einer Stunde am Labern. Und langsam wird der Mund ein bisschen fusselig und ja, die Luft da drin schlechter und schlechter. Deswegen, ich hoffe, ihr habt einen punkigen Tag und habt meinen etwas kürzeren Podcast trotzdem enjoyed. Hört mehr Punk. Und Punk auf. Macht's gut. Ciao. Das war's schon. Ich bin raus. Macht's gut.